neben uns schlaft, hinten schlaft, da daneben stehen, neben links stehen. Und sozial? Schon heute sind mehr als 50% der Passagiere am Frankfurter Flughafen Umsteiger auf ihren internationalen Wegen. Sie steigen hier nicht originär ein, sie bleiben auch nicht. Damit diese Durchreisenden in den Edelboutiquen und Fresstempeln der endlosen Shopping Malls Fraport das Geld in die Kasse spülen, wird schon Gemeinden und Städten ihre Zukunft geraubt. Aber tausende Arbeitsplätze hatten Luftlobby und Landesregierung den Bürgern seit Jahren in Aussicht gestellt. Der Flughafen sei eine Jobmaschine, erklärten sie im Gleichklang. Herr Bouffier faselte sogar vom Jobwunder. Kaum hatte das Bundesverwaltungsgericht verhandelt, da verkündete die Lufthansa die Streichung von 1500 Jobs. Eure Jobmaschine schafft nicht,
sie schreddert. Euer Job, Wunder, Fraport, ist ein Hirngespinst, hinter dem ihr eure Ausbaugier verstecken wollt. Nordwest-Landebahn, das ist unser eingängiger Schlachtruf. Doch ich sage euch, das reicht nicht. Es geht um mehr. Es geht darum, dem politisch unverantwortlichen Größenwahn grundsätzlich ein Ende zu bereiten. Und deshalb rufe ich zum Schluss gemeinsam mit Ihnen allen: Weg mit der Bahn! Stoppt Terminal 3 und den Ausbaubahn! Alles, was es braucht, ist ein bisschen Mut und Aufrichtigkeit, um eine einmal getroffene Fehlentscheidung wieder korrigieren zu können. Diese Bahn hätte nie gebaut werden dürfen, aber die würde auch heute so nicht mehr gebaut werden. Diese Bahn da drüben ist genau der eine Schritt zu viel an Wachstum, an dem wir ersticken. Aber wir geben nicht auf. Und die Politik und die Fraport, die wären gut beraten, den Frieden in der Region wiederherzustellen. Und das ist eigentlich ganz einfach, denn wie gesagt, alles, was es braucht, ist ein bisschen Mut. Landebahn Nordwest.